Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Das erste Video war über Powerboxen, Ventilatoren verbaut in Kisten. Dieses Video geht um die eigentlich weiterführende Qualität oder Industriestandard. Das sind AHUs, Air Handling Units, wo im Lüftungsbau eigentlich der Standard sind. Und das möchten wir euch ein bisschen näher bringen. Auch da, das ganze Video ist auf YouTube zu sehen. Und da probieren wir das einigermaßen in einer kurzen Zeit kompakt abzuhandeln. Und wenn da natürlich dann noch weitere Fragen sind, sind wir gerne dazu bereit, die auch zu beantworten. Was man hier sieht, ist wieder der rückwärts gekrümmte Radialventilator. Der, haben wir im letzten Video gelernt, ist mehr oder weniger, also eigentlich der einzige, der ein Standard in einer solchen Anlage verbaut werden kann, wegen den Druckverlusten, die man überwinden muss. Hier sieht man jetzt eine richtige Standard, auch nach Norm geführte Zuluftfilterung. So sieht ein 3000 Kubikmeter Filter aus. Das ist ein Kassettenfilter. Den kann man ganz einfach so herausziehen, wenn man den mal wechseln muss. Im Prinzip einmal pro Jahr sollte man das tun, weil wenn er immer mehr und mehr mit Schmutz verschließt, dann nimmt natürlich der Druckverlust zu. Das heißt, die ganze Anlage wird ineffizienter, aber das Problem ist kein großes. Man nimmt ihn raus, man nimmt den neuen, man schiebt ihn rein, Schnellspannrahmen und soweit ist er wieder angezogen. Hier dann den Motor. Drückt die Luft dann durch, jetzt in dem Fall, eine Kühleinheit, direkt verdampft. Und das ist eine Anlage, die wird morgen montiert. Das wird jetzt in einem Raum aufgebaut, in einer Großzelle, wo man dann mit Umluftbetrieb die Luft konditioniert. Ähnlich wie die Geräte, die man kennt in den Ferien, die man mit dem Drücker piep, 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 22 Grad und dann saugt es die Luft an vom Raum, kühlt den Raum runter. Das hier ist genau das gleiche, mit dem Unterschied halt, dass es eine saubere Vorfilterung hat. Ich weiß nicht, es gibt vielleicht einige Leute, die haben schon Erfahrung gesammelt mit den Standardklimageräten, die für eben Hotelzimmer und Wohnhäuser ausgelegt sind. Die haben halt den Nachteil, dass sie relativ schnell verschmutzen und dann vielleicht die Tauscher hier auch mit Schmutz beschlagen, weil die Vorfilterung halt nicht dafür ausgelegt ist. In einer Cannabis-Plantage hat man sehr viel Schmutz, hat man sehr viel Terpene, die auch in die Luft gehen. Das merkt man, das spürt man, das sieht man zum Teil auch bei den Umluftventilatoren, den Schmutzgehalt. Wir wollen unbedingt den Motor schützen, ist ganz klar. Wenn der mit Schmutz beschlägt, dann schlägt sich das Lager aus und dann ist die Qualität oder einfach die Garantie auch kaputt. Und hinten will man unbedingt keinen Schmutz haben auf dem Tauscher, weil auf den Lamellen, wenn sich da Schmutzbildung bekommt, dann ist natürlich der Energietransfer gemindert. Also muss man da eigentlich immer die Luft konstant halten und schmutzfrei. Hinten kommt die Luft wieder raus. Das ist nur ein Beispiel. Da gibt es natürlich auch andere Möglichkeiten, die zu verbauen. Das ist eine Doppelfiltration. Also das hier sieht man, ist das Gleiche. Und hinten ist einmal Aktivkohlefilter und da ist jetzt nochmals ein Aktivkohlefilter. Das ist eine Doppelfilteranlage, weil jeder Aktivkohlefilter ein bisschen durchlässt und da ist es ganz, ganz hundertprozentig geruchfrei. Hier ist jetzt ein Kühlgerät drin. Man kann da natürlich auch eine Entfeuchtung einbauen oder Heizung einbauen. Man kann hier auch dazwischen noch was einbauen. Zum Beispiel, dass man sagt, ich gehe jetzt hier noch mit einem HEPA-Filter dazwischen, dass dann die Luft, die reinkommt, in den Raum vorgefiltert ist und dann durch einen HEPA-Filter nochmals komplett staubfrei wurde und so weiter. UVC kann man einbauen, da ist eigentlich keine Grenze gesetzt. Das, was man hier sieht, ist jetzt das Kleinste, was wir bieten, das ist 3000 Kubik. Die gehen dann hoch bis auf über 70.000 Kubik. Das ist eigentlich die Standards, wo man das bei uns bestellen kann. Das ist alles gematcht mit den Motoren, die wir haben,
mit den Filtern, Kassetten, das sieht man da hinten, das bauen wir alles hier in die Ecke einmal durch für euch. Lieferfristen sind für die Komponenten zwischen 4 bis 8 Wochen, je nachdem wie die Auslastung ist. Motoren sind auch 4 bis 8 Wochen, also sprich, wenn man heute eine Bestellung tätigt, können wir in 8 Wochen bis 10 Wochen jede Art von Modulen nach Kundenwunsch ausliefern. Vorteile halt noch an solchen Airhandling Units, auch wenn es jetzt hier im Umluftbetrieb, die hier betrieben wird, kann man natürlich hinten anbauen mit Kanälen, mit Rohren, wo die Luft dann punktuell irgendwo in der Halle abgezogen wird. Die kann dann auch irgendwo stehen und hinten geht die Luft auch wieder über ein Verteilnetz, wo das sauber eingebracht werden kann. Aber dazu gibt es sicher auch später noch ein bisschen mehr Informationen zukünftig, wie die Luftführung in solchen Räumen unterstützend wirken, um weniger Last zu brauchen, weniger Energie zu brauchen, wenn man es richtig verbaut. Und das ist so quasi halt der Industriestandard, den wir euch bieten können. Falls da mehr Fragen sind, Anregungen, wie immer, wir sind für euch da.